Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video über Galvatrons. Ja, heute packen wir zwei PSP-Spiele aus. Leider gibt es diese weder in den USA noch in Europa. Ich habe mir diese aus Japan importiert, schon vor langer Zeit, aber ich habe mir jetzt gedacht, ich mache mal ein Video. Das hier habe ich sehr günstig bekommen, das hat etwas mehr gekostet. Und ja, es ist einmal Fairy Tail und einmal Soul Eater. Wie die Untertitel jetzt von den Titelspielen sind, weiß ich nicht. Ich glaube, das heißt Battle Ronin oder sowas und das weiß ich gerade nicht. Es gibt aber drei Teile davon, die anderen zwei muss ich mir noch holen. Und ja, Soul Eater gibt es ja zurzeit bei uns auf DVD, ich glaube auch auf Blu-ray. Die ersten zwei Volumes habe ich ja, die dritte fehlt mir noch. Und Fairy Tail hat leider bis jetzt noch überhaupt keine Veröffentlichung bekommen. Die ganze Serie ist hier noch nicht erschienen und ich bezweifle auch, dass sie hier erscheinen wird. Ist übrigens von den One Piece-Zeichnern. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt mit Soul Eater an. Das ist ein Beat'em Up, das ist eine PS2-Umsetzung. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Jahr sie erschienen ist. Ich glaube, steht es hier irgendwo. Ich sehe nichts, also kann ich es nicht sagen, aber ich denke mal so, ist schon was älter. Aber was ich gesehen habe, sieht gut aus, muss ich sagen. Ist ein Beat'em Up, wo man auch halt seine ja, Waffen rufen, die Geister rufen da kann. Und ja, die Serie finde ich sehr lustig. Ist ein bisschen, ja, nicht pervers, aber es ist jetzt nicht so schlimm wie bei High Score of the Dead oder Ikitosen, sondern es hat das mit Humor verpackt. Also ein sehr lustiger Anime und den kann ich nur empfehlen. Das Spiel selbst ist ein Beat'em Up und ja, das finde ich, sieht gut aus und Beat'em Ups kann ich auch auf einer japanischen PSP, beziehungsweise ich kann auch japanische Beat'em Ups auf einer deutschen PSP spielen. Ja, ich dachte eigentlich, das Spiel wäre neu, aber ich sehe gerade, die Hülle hat ein paar Flecken. Das stört mich schon ein bisschen, also hat der Verkäufer mich doch ein bisschen verarscht. Ist jetzt nicht schlimm, ich will mir eh neue Hüllen kaufen für die PSP. Da gibt es einen Shop, da will ich mir die kaufen mal demnächst. Ja, die ist verkratzt, die Hülle. Das stört mich ein bisschen, weil ich war zwar günstig, aber ich dachte, es wäre neu. Hoffen wir mal, dass die UMD, oh, die ist auch schon kaputt, sehe ich gerade ein bisschen. Ich hoffe, das Spiel läuft. Ja, die CD ist auch, also total abfuck, die ist auch verkratzt, wie ihr gerade gesehen habt. Das ist nervig, aber gut. Hätte ich vorher kontrollieren sollen. Die Anleitung ist aber in Farbe. Ein bisschen verklebt, das ist normal bei PSP-Spielen. Ja. Jetzt hoffe ich nur, dass das Spiel geht, weil das ist echt schon ein bisschen locker da drin. Und ja, das hasse ich. Sowas hasse ich. Direkt gleich mal testen. Wie ihr seht, ist echt schön gemacht. Eine tolle Anleitung an sich. Grafik sieht auch ganz in Ordnung aus. Wenn ich es hinkriege, werde ich schon ein paar Bilder wieder einfügen von den Spielen. Und ja. Zum Glück, ich glaube, ich habe, was habe ich bezahlt? 12 Euro. Trotzdem ist das ein bisschen ärgerlich, weil ich dachte eigentlich jetzt durch die Folie, es wäre wirklich neu. Aber gut. Ist es leider nicht. Die Hülle werde ich eben austauschen und lege ich jetzt mal so rein. Und das hoffe, dass das Spiel echt noch geht, weil das ist echt hier locker. Ich glaube, das ist nicht so schlimm, aber trotzdem. Na. So. Das war das. So, legen wir das mal weg und kommen zu Fairy Tail. Ja, das hat ein bisschen mehr gekostet, um die 30 Euro und es ist ohne Probleme hier angekommen. Ich hatte ja Angst, dass es ein Zoll läuft, kommt, weil man hat ja, glaube ich, 22 Euro nur frei. Hier ist so ein kleines Buchlein bei. Ich habe das hier schon mal geöffnet. Und ja, hier ist so ein Umschlag. Und ach ja, ich habe noch gar nicht. Das Spiel geht übrigens zu einem Spieler, braucht man, man kann es auch zu zweit spielen mit zwei PSP. Und braucht 288 kb, das war das. Und ja, hier ist so ein, ja, was ist das, Manga Spieleberater dabei, habe ich noch nicht reingeguckt, aber ist nett. Hier ist ein Poster sogar drin, also so ein Schutzumschlag. Hier sieht das Bild, so tun wir das mal weg, sieht doch schon cool aus, auch wieder ein Umschlag, legen wir mal so weg. Und hier war ein Poster drin. Ich hoffe, ich krieg's raus. Was ich auch sehr schön finde, muss ich sagen. Ich denke mal, das ist ein Manga zum Spiel. Oder es ist ein Berater. Ne, es ist der Manga auf Japanisch. Wusste ich jetzt nicht. Also, ich habe eigentlich gedacht, ich krieg nur das Spiel letztens. Und da habe ich mich schon gedacht, was ist das für ein Buch? Hier seht ihr das Spiel ein bisschen. Finde ich cool.
Und dann ist halt dieser Umschlag noch. Und ja, der fühlt sich auch gut an, kann ich euch sagen. Und ja, ich werde es aber, glaube ich, wieder in die Folie da tun. Weil, ja, weiß ich nicht. Stört mich eben. Ja, und hier ist eine Folie. Ich hoffe, das ist diesmal die Originalfolie. Ich habe die hier ein bisschen angeritzt. Und ja, die Hülle ist auf jeden Fall neu, das sehe ich schon. Trotzdem ist es ärgerlich für mich jetzt mit dem Zoe. Das, ihr merkt schon, es ärgert mich ein bisschen, oder? Na? So. Und das, die Spiele wurden übrigens von Konami veröffentlicht. Und ja, sieht ein bisschen aus wie so eine Art Monster Hunter, nur im Universum von Fairy Tail. Ja, so sieht das Bild aus. Sieht schön aus. Vielleicht erkennt man hier auch ein bisschen. Hat aber eine gute Optik wie PSP. Und man kann es zu mehreren spielen. Ich glaube sogar online. Aber hier steht es keine KB-Zahl. Doch, da unten steht es irgendwo. 576 KB braucht es. Ja, die UMD, die ist fest. Das sieht man. Es ist schön. Es ist zwar nur Fairy Tail und so ein bisschen brauncher Hintergrund. Aber es ist neu. Und das freut mich doch sehr. Ich bin mal gespannt, ob die... Ja, die ist auch in Anleitung. Ach, die ist auch, die ist in Farbe, die Anleitung. Was labe ich denn jetzt da? Vom Fairy Tail gibt es aber Mangas in Deutschland. Und ja, die lesen ja viele gerne, muss man sagen. Und man kann sich eben Subs hier angucken. Ja, aber ich würde mich freuen, wenn die Serie mal auf DVD hier veröffentlicht würde. Ja, wenn es mir gut gefällt, werde ich mir auch die ersten zwei Teile aus Japan holen. Die sind zum Glück günstiger, die kriegt man ab 20 Euro. Und ja, das war mein Unboxing. Hier bin ich sehr zufrieden. Das Spiel wird gut sein, aber hier bin ich mit dem Zustand nicht zufrieden. Werde ich aber austauschen. Gut, die Disc werde ich jetzt nicht mehr kratzerfrei bekommen. Hier war noch das Buch dabei. Aber die Hülle kann ich austauschen und dann bin ich wieder einigermaßen glücklich. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über eure Kommentare und Bewertungen freuen. Ich wünsche euch schon einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.